Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2. Und wir sind schon mit dem ersten halben Jahr im zweiten Jahr fertig. Das läuft hier allerdings, also läuft hier eigentlich wie am Schnürchen. Und ja. Wir sind in der letzten Folge in den geheimen Bund eingetreten. Das hatten wir ja die ganze Zeit geplant. Aha. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Matthias Herz kennengelernt. Wo ist er? Der sah ja eigentlich nicht so schlecht aus. Ich finde auch, dass die Roxy auch ganz nett aussieht. Aber mal schauen, ne? Ich denke mal, wir müssten dann auch mal wieder nach Hause. Weil unsere Energie halt schon leicht wieder nach unten gefallen ist. Außerdem müssen wir gucken, dass wir unsere Leistung wieder nach oben kriegen. Wir müssen, glaube ich, auch noch unser... Ach, guck mal. Die Marleen. Die bringt das Ganze wahrscheinlich wieder zum Regnen hier, ne? Uiuiuiui. Die ist gut dabei, die Marleen, ne? Aber wir wollen mal gucken, was wir sonst noch so machen können. Wir könnten, ja, auf jeden Fall uns mal mit dem Matthias nochmal den dann einladen. Ich meine, wenn wir natürlich mit dieser Roxy auch gut klarkommen, je nachdem wie unsere Blitze, wie die Chemie so funktioniert, kann man ja auch Kinder adoptieren. Also das sollte ja jetzt kein Thema sein, ne? Also die Leute können ja einfach nicht sauber machen, ne? Aufs Klo gehen, genau wie der Junge oder sie. Hier, der Müll liegt hier auch rum. Kommt wahrscheinlich niemand an die Mülltonne, ne? Hier steht das Wasser auch schon. Und es wird halt trotzdem in der ekligen Dusche weiter geduscht, ne? Das ist unglaublich. Mit der Jenny wollten wir uns ja eigentlich auch mal näher anfreunden. Da können wir ja sie mal fragen, ob ihr das gefällt, was sie sieht. Oh Mann, ist das dein Ernst? Ich wollte das säubern. Oh Gott. Du brauchst mich jetzt nicht doof anmachen, ne? Der findet uns anscheinend auch ganz toll. Dann können wir jetzt auch mal duschen gehen. Und dann legen wir uns ins Bettchen. Oh Mann. Oh Mann, 56 Stunden. Ich
dann niemand was dagegen hat. Ich würde das Radio hier gerne auch ausschalten irgendwie. Jetzt gehst du nicht aufs Klo. Nein, ich gehe jetzt nicht. Du musst woanders jetzt hingehen. Jemand muss ja sauber machen. Ne? Und da hier ja niemand auf die Idee kommt, das wegzuwischen. Junge, ich... Nein. 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 Nee. Nee, ich gehe jetzt. Nein, ich gehe jetzt. Kannst du knicken? Los. Du stinkst. Ach, egal. Oh, Mann. Ich stelle mir gleich ein eigenes Klo in mein Zimmer. So. Auf jeden Fall suche ich meistens auf einem sauberen Klo. So, dann können wir uns auf jeden Fall... Oh, ist hier was kaputt gegangen? Oder hast du Blasenschwäche? Entschuldigung. Ja. So, dann könnten wir uns ja theoretisch... Könnten wir ja mal die... Na. Die eine da anrufen. Die Roxy, glaube ich, ist es. Willst du jetzt doch keinen Sim anrufen oder was? Oder vielleicht mal den Matthias. Wo ist er denn? Plaudern. Schon mal die Zahl. Okay, das hört sich ja ganz toll an, ne? Sehr begeistert von diesem Matthias, ne? Wie wäre das Haushalt einladen? Ah, okay. Mike Döser und Gerhard König. Nee, ich glaube, du musst doch keinen mit. Ach, guck mal, und der Armin. So, wie wäre es, wenn wir mal unsere Mutter anrufen? Ja, genau. Epical ist bei der Arbeit. Danke, Adam. Dann halt eben nicht. Wen kennen wir denn noch Interessantes? Ja, eigentlich könnten wir den halt mal einladen. Magst du denn wenigstens schon vorbeikommen? Tolle Idee, ich komme sofort. Immerhin. Wir müssten nur eigentlich um unsere Noten, um unsere, ja genau, Noten. Oh Mann, lass mich in Ruhe, Opa. Was ist denn bei dir kaputt? Ah, guck mal, da kommt er doch. Ja, wieso guckt er denn immer mich so komisch an?
Oh, ah, Anton, hallo. Ja. Shamona. Jogla, hech kovon, jo paketida. Ikor, kava ti bola wuga de kala. Ibo bolomba ku. Kalas. Mechotza puvka. Oh nein. Es ist auch noch zum College, es tut mir leid, aber... Ja, das war ein kurzes Treffen. Ich hoffe, du bist noch da, wenn ich wiederkomme. Dann lade ich dich halt nochmal ein. Wir haben ja nur bis um 14 Uhr. So. Wie sehen denn deine Bedürfnisse aus? Da müssten wir erstmal unsere Seminararbeit fertig schreiben, weil das ist ja nicht mehr viel. Und dann gucken wir, ob der liebe Matthias noch da ist. Da ist er doch. Da war er. Da unten ist er doch. Nein, er geht, oder? Er geht, oder? Oh. Zumindest kann ihn... Moment mal. Wo bist du gerade reingegangen? So, wie finden wir den denn? Wir sind ja gar nicht dazu gekommen, dass ich ihn mal abchecken kann. Ja, wir finden ihn eigentlich ganz in Ordnung soweit. Oh. Gob, gob. Du bist ja wirklich sehr nett zu mir, ne? Da müssen wir halt jemand anderen anrufen. Wenn du nicht auf Sport stehst, ich muss doch auch nicht den ganzen Tag trainieren. Du siehst das total falsch. So, wie sieht's aus? Unsere Leistung ist so lala. Das heißt, wir sollten vielleicht ein bisschen mal Hausarbeiten schreiben. Wenn wir so zwischendurch mal Zeit haben. Ach, rufst du noch mal an. Erstmal nur plaudern, weil die kommen ja dann eh nicht vorbei, wenn man nicht mit, so gut mit denen befreundet ist. Ach ja. Bis jetzt ist ja der Günther, der die einzigsten zwei Blitzer hat, ne? Und der liebe René, der wollte halt nichts von uns, ne? Was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte Hausarbeiten schreiben. So, zumindest ein bisschen, ne? Ja. Aha. Ah, doch nicht mehr synchron. Ja,
haben schon einige kennengelernt. Roger Lang. Wer bist du denn? Ah, du gehörst ja. Ah ja, stimmt ja, ich vergaß. Ich habe genau gesehen, dass du da auf den Kugel geguckt hast. Der Lena. Ach, ist ja freundlich, dass du das wegwischst. Wir sind nur, wir haben schon mit unseren Sims damals sauber gemacht. Und jetzt wird Lena das auch machen, ne? Eigentlich, weil wir halt auch auf saubere Dinge gehen wollen, ne? Dann gucken wir auch gerade mal hier oben. Da ist noch alles sauber. Maxim, das ist, glaube ich, trotzdem ein Kerl, ne? Also der steht total auf uns. Oh Mann. Festdrücken. Wohin gehst du jetzt, bitte? Für den schmutzigen Witz? Musstest du dafür noch irgendwo noch was holen gehen, oder was? Auf jeden Fall kommen wir mit ihm ja ganz gut klar, ne? Der Günther. Günther und Lena. Oh Mann. Hat da jemand hingemacht? Das kann ja wohl nicht sein, ne? So, wir müssen auch mal aufs Klo, sonst passiert uns das nämlich auch noch. So, ich hoffe, dass das Essen noch halbwegs in Ordnung ist, bis wir fertig sind. Ansonsten müsste ich mir halt was Eigenes kochen. Um jemand. Ach, der hat uns umarmt. Ist ja mal mega, ne? Aber uns nicht toll finden, weil wir zu sportlich sind, oder was? Wir sind denn unsere. Wir mögen Parfüm und toller Koch. Und Make-up ist unser Abturner. Oder sind wir ihm zu fett? Zu sportlich? Naja. Oder wir müssen halt mega sportlich sein. Also mit der Figur. Ja, wir müssen unbedingt mal wieder trainieren. Einfach aus Prinzip. 32 Stunden noch bis zur Abschlussprüfung. Und dann ist das zweite Jahr auch schon wieder rum. Und wir müssen noch was an unserer Leistung, aber ja, wie schon gesagt, wenn man ja den Unterricht besucht, dann kriegt man ja auch schon teilweise die Leiste voll. Wen hast du denn jetzt im Kopf gehabt? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, dass wir mit ihr, wenn wir mit der Uni fertig sind, trotzdem nochmal zu Hause einziehen werden. Ne?
Ruft jetzt schon wieder der Armin an? Mal gucken. Ah, guck mal an. Ja, Armin. Ja, aber dass mal die Eltern anrufen, der Theo oder die Abigail, da drauf kommt keiner, ne, von denen. Nur die Bigfoots, die rufen an. Dann Lena hat in einer Stunde Unterricht. Okay, dann mal viel Spaß. Bis um 14 Uhr. Einen Sim anrufen, und zwar die Roxy, denke ich mal. Da unten ist sie doch. Nur plaudern. Und dann kann man die vielleicht schon einladen. Und dann einfach mal. Die hat da noch geredet. Oder bin ich jetzt. Da. Plaudern. Wer wohnt denn bei dir alles mit drin? Jonas und Edwin. Kann man sich ja mal angucken. Wer weiß, ob die mitkommen. Hört sich gut an, wir kommen gleich. Okay. Wo kommt ihr denn? Kommt ihr von der Seite? Kommt ihr von der anderen Seite? Ah, guck mal, von beiden auch noch. Oh mein Gott. Und wer ist in der anderen Ecke? Kommt Edwin und Roxy. Zumindest mal kennenlernen kann man ja, ne? Wenn nicht, gucken wir, dass die Roxy mit Cody zusammenkommt. Zwar ist das dann ein Altersunterschied, aber das interessiert ja die Sims nicht. Oh Gott. Was? Was? Ah, weil sie Make-up drauf hat. Deswegen finden wir die nicht toll. Oh. Und du? Mendo, Jagabala, Tukavaja. Hitler, Fami, Sakojabun. Okay. Vielleicht können wir den auch mal abchecken. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall auch an der Frisur mal ein bisschen arbeiten. Aber ich bin mal gespannt, wie wir den finden. Ja, auch in Ordnung. Also bis jetzt hat es immer nur der Günther ist der einzige, der zwei Blitze hat. Der Rest hat, ja, so lala, ne? Dann können wir ja gucken, ob wir sie mal abchecken. Und dann checken wir die mal ab.
Wir haben voll die Abchecker hier. Also sehr interessant. Wie finden wir denn die Rosmarie? Rosmarie. wen haben wir denn noch? Die... Sie hier? Und sie haben wir auch noch nicht abgecheckt, aber... Ja. Wie sehen denn unsere Bedürfnisse aus? Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir müssen unbedingt noch mal Hausarbeiten schreiben, bevor es wirklich dann zur Abschlussprüfung kommt, weil sonst kriegen wir ja nicht die 1,0. Ne? Und dann wahrscheinlich nochmal oder so. Oder es reicht jetzt, um den Balken hier voll zu machen. Nee. Dann einfach nochmal, bitte. Ach, wolltest du sowieso Hausarbeiten schreiben? Können wir eigentlich dir Punkte geben? Das wollte ich ja nochmal nachgucken. Geschickter Verhandlungsführer. Geschäftssinn, einflussreiche um Arbeitsplatz wechseln, investieren für einen cleveren Sim. Mit guten Instinkten ist es ein Kinderspiel, an der Börse ein wenig Geld zu verdienen. Jeden Nachmittag hast du die Gelegenheit, einen Teil deines Familienbudgets aufzustocken oder zu verlieren. Ja, nee. Hof. Die Legende, irgendwann im Leben eines jeden Casanovas kommt die Zeit, da sein Ruf ihm vorauseilt. Deine romantischen Fähigkeiten sind in der ganzen Stadt bekannt und immer häufiger begegnest du Nachbarn deines Lieblingsgeschlechts, die ganz zufällig vor deinem Haus umherschlendern. Mhm. Ja. Tim. Das ist natürlich jetzt die Frage, was für eine Neben... Wahrscheinlich suche ich mir das erst später mal raus. So, noch 15 Stunden. So, das heißt, wir gehen einfach mal nach oben. Da ist aber die Blasenmaschine leider belegt. Ich würde auch gerne welche machen. Ah, guck mal, der Günther lässt uns extra dran. Also dieses Gerät, das ist echt der Wahnsinn. So, nochmal aufs Klo und die sauber machen, duschen. Dann kannst du... Ja, ich weiß nicht, ich glaube, du solltest eher vielleicht schlafen gehen.
Sag mal, wie siehst du eigentlich aus? Naja. Noch 10 Stunden. Das heißt, wir haben ja dann wieder ein Jahr abgeschlossen. Und im 3. Jahr ist, glaube ich, die letzte Möglichkeit, das Fach zu wechseln, ne? Aber ich glaube, dass wir belassen das bei Geschichte. Ist ja wurscht, ob wir das schon mal hatten oder nicht. Vielleicht wechseln wir dann auch noch mal in Kunst. Ich glaube, wir können auch unsere Laufbahn an sich ändern, ne? So, dann kannst du dich mal umziehen. In 3 Stunden. Das heißt, das müsste eigentlich zeitlich reichen, dass du noch was isst vorher, genau. Und es muss angenehm sein, gegenüber jemandem zu sitzen, der stinkt, ne? So, ich denke mal, wir sind dann soweit, ne? Für die Abschlussprüfung. Ja. Lena hat in 1 Stunde Prüfung. Yay! Aber das sollte ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ausgehen. Lena hat genug Lebenserfahrung gesammelt, um die Laufbahn zu wechseln. Ruhm. Ja, ich denke. Wow, Lenas Bestenliste sind wir wieder. Wir können auch die Abturner wegmachen. Make-up. Vielleicht können wir hier auch noch was anderes machen. Fitness. Unterwäsche. Gesichtsbehaarung, Brille. Sportlich, gut im Putzen, Pflanzen, Simismus. Ah ja, das haben wir ja auch noch nicht ausprobiert. Oder Werwolf, ne? Zombies brauche ich, glaube ich, nicht, ne? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, da brauchen wir eigentlich nicht viel ändern. Kann ich das jetzt auch wegmachen? Muss ich da jetzt was auswählen? Dann bleibt das halt eben so. Laufbahnruf. Bei Ruhm will sie halt unbedingt, denke ich mal, jemanden Reichen heiraten. Dafür müsste ich ja erstmal gucken, ob ich so jemanden hab, ne? Überflieger sein, das ist ja jetzt auch nicht so ein Problem. Sportkarriere, Wirtschaftskarriere. Eigentlich passt das, meiner Meinung nach. Vielleicht können wir ja einen anderen Abturner, vielleicht Gestank.
Aber das heißt, dass sie ja jeden abstoßend findet, der einmal gestunken hat oder so. Ja, Zombie. Zombies mögen wir nicht. So. Vielleicht nicht so arg schnell vorspulen. Achso, wir wollen ja sowieso abheben, ne? Ai. So, da wir ja wieder einen Abschluss gemacht haben, müssen wir auch wieder die Seminararbeit schreiben, ne? Okay, wir haben in einer Stunde Unterricht. Dann gehen wir doch lieber dahin. Aber es läuft doch richtig gut, also kann man nichts sagen. Vielleicht kannst du dann hinterher aufs Klo gehen und das säubern und das hier säubern. Ach, du bist ja schon wieder da. Oh ja, warte mal, gefällt dir, was du siehst? Aber du stinkst. Vielleicht können wir dich ja überreden, baden. Das heißt, vielleicht eine Dusche wegmachen und dafür eine Badewanne. Und dann werde ich dich nämlich dazu überreden, dass du vielleicht baden gehst. Du bist sicher beschäftigt. Ach komm, Alphons, warum rufst du denn nicht an? So. Gehst du jetzt baden? Oh, sie geht duschen. Oh, Gott sei Dank. Und dann werden wir die mal abchecken. Und dann halt mal gucken, ne? Was willst du denn jetzt? Willst du jetzt der Bedienung der Lilly unter die Arme greifen? Die können wir ja auch mal abchecken. Oh nein. Nein, geh nicht. Oder hast du jetzt Unterricht? Toll. Na gut, dann können wir ja jetzt die Seminararbeit weiterschreiben. Was hältst du davon? Und in 66 Stunden geht es dann auch schon wieder zur Abschlussprüfung. Und weh, du machst schon wieder kurz vor knapp schon Lapp. Ja, sie hat es geschafft. Dann können wir ja jetzt noch ein bisschen Blasen machen. Wir können hier nirgendwo anklopfen, ne? Da ist eigentlich unsere... Die würde mich halt auf jeden Fall interessieren. Moment, das will ich noch machen. Gefällt dir, was du siehst? Und abchecken. Okay, die finden wir wohl. Wie weit denn toll?
Nur eine? Oh, auch zwei. Ich wollte dich noch fragen, ob dir das gefällt. Ja. Und ich würde fast sagen, dass ich die Lena so jetzt zurücklasse. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.